Die Unmöglichkeit im gegenseitigen Vertrag bereitet in Klausuren oft Probleme. Daher wollen wir uns nun den Aufbau etwas näher ansehen. Stellen wir uns vor, es gibt V und K. V möchte gerne seinen Laptop für 100 Euro an K verkaufen. Dazu können die beiden einen Kaufvertrag schließen. Durch den Kaufvertrag erlangt K einen Anspruch gegen V, denn der Verkäufer muss dem Käufer die Sache übergeben und das Eigentum verschaffen. Umgekehrt erlangt aber auch V gegen K einen Anspruch, denn der Käufer ist gegenüber dem Verkäufer verpflichtet, den Kaufpreis zu zahlen und die Sache abzunehmen. Was passiert nun, wenn der Laptop explodiert? Dann, sagt 275 Absatz 1 BGB, muss V, der nur einen Laptop verkauft hat, also eine Stückschuld vereinbart hat, keinen anderen Laptop mehr beschaffen, denn die Leistung ist für jedermann unmöglich. Der defekte Laptop genügt nicht, um den Kaufvertrag zu erfüllen. Was hat das aber für eine Auswirkung auf die Pflicht des K? Denn Geld ist immer noch vorhanden, K kann also seinen Kaufpreis zahlen, sodass uns 275 Absatz 1 BGB nicht weiterhilft. Die Antwort finden wir an einer anderen Stelle, nämlich in den Regelungen zum gegenseitigen Vertrag. 326 Absatz 1 BGB sagt nämlich, dass K, sobald der V als Schuldner seine Pflicht nicht mehr erfüllen muss, ebenfalls von dem Anspruch befreit wird, den der V gegen ihn geltend machen könnte. Das heißt, auch dieser Anspruch entfällt. Was heißt das für Sie in der Klausur? Nun, Sie müssen da unterscheiden, nach der Fragestellung. Ist gefragt nach der Rechtslage oder nach den Ansprüchen von K gegen V und V gegen K, sollten Sie in jedem Fall mit dem Anspruch des K gegen V beginnen. Erst danach prüfen Sie dann den Anspruch des V gegen K. Der Grund dafür sollte offensichtlich sein. Sie können so erstmal feststellen, ob überhaupt ein Anspruch entstanden ist, was im zweiten Semester eher selten ein Problem ist, denn dort sind die Probleme eher unter dem Anspruch untergegangen. Das heißt, Sie prüfen als nächstes, der Anspruch könnte durch Unmöglichkeit erloschen sein. Einen Untergang durch Erfüllung müssen Sie nur dann anprüfen, wenn dieser überhaupt in Betracht kommt. Das ist hier nicht der Fall, denn es wurde noch nicht mal versucht, den Laptop zu übergeben. Die Unmöglichkeit müssen Sie dann feststellen, das heißt, Sie müssen unter 275 Absatz 1 BGB subsumieren. Liegen die Voraussetzungen vor, geht der Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Laptops unter. Das Ergebnis ist dann, dass kein Anspruch des K gegen V besteht. Erst dann prüfen Sie den Anspruch des V gegen K. Da können Sie im Hinblick auf das Entstehen des Anspruchs nach oben verweisen, müssen jetzt aber beim Untergang nicht ausdrücklich auf 275 eingehen, denn das Geld ist ja noch vorhanden, sondern können direkt auf 326 Absatz 1 BGB abstellen. Im Hinblick auf die Voraussetzung, dass die Leistung des V unmöglich sein muss, können Sie schlicht nach oben verweisen. Sie müssen also nicht noch einmal dasselbe wiederholen. Sie kommen also ganz schnell zum Ergebnis, dass auch der Anspruch auf die Gegenleistung erloschen ist und können schreiben, dass auch kein Anspruch des V gegen K besteht. Was gilt nun, wenn nur nach Ansprüchen des K gefragt ist? Dann müssen Sie in der Klausur auch nur diese Ansprüche prüfen. Das heißt, Sie prüfen und stellen fest, dass der Anspruch auf Übergabe und Übereignung nach 275 Absatz 1 BGB
erloschen ist. Einen Anspruch des V auf Zahlung des Kaufpreises dürfen Sie nicht prüfen, denn nach diesem Anspruch ist nicht gefragt, sodass jede Ausführung dazu falsch ist und Ihnen Minuspunkte gibt. 326 BGB wird also in der ganzen Klausur nicht erwähnt. Anders ist es wiederum, wenn nur nach Ansprüchen des V gefragt ist. Dann prüfen Sie wieder den Anspruch aus 433 Absatz 2 auf Zahlung des Kaufpreises. Bei der Entstehung müssen Sie wiederum sich kurz fassen, denn dort wird in der Regel kein Problem liegen. Jetzt müssen Sie natürlich beim Untergang auf 326 Absatz 1 BGB eingehen, können aber im Hinblick auf die Unmöglichkeit der Gegenleistung nicht nach oben verweisen, denn Sie haben das ja oben nicht diskutiert. Stattdessen müssen Sie jetzt den Untergang der Leistungspflicht des V inzident prüfen. Ich habe das für Sie hier grau hervorgehoben. Das heißt, das, was Sie in der anderen Klausur im Anspruch des K gegen V geprüft haben, prüfen Sie jetzt als Unterpunkt zu 326 Absatz 1 BGB. Am Ergebnis ändert dies natürlich nicht. Auch hier muss der K leider auf seinen Anspruch auf Kaufpreiszahlung verzichten. Natürlich ist es nicht genug, dass Sie den Anspruch auf Übergabe und Übereignung prüfen. Sie müssen vielmehr in der Klausur auch weitere Ansprüche untersuchen. Das sind insbesondere Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung. So kann sich K einen Laptop bei jemand anderem kaufen oder es kann ihm ein Weiterveräußerungsgewinn entgangen sein. Sie wissen bereits, dass Sie dabei unterscheiden müssen, ob die Unmöglichkeit schon bei Vertragsschluss vorlag oder erst später eingetreten ist. Lag sie bei Vertragsschluss vor, ergibt sich der Anspruch aus 311a Absatz 2 BGB. Ist es hingegen erst später eingetreten, folgt der Anspruch aus 283 in Verbindung mit 280 Absatz 1 und Absatz 3. Abzugrenzen sind Ansprüche auf den Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Die ergeben sich aus 284 und je nachdem, ob es anfängliche oder nachträgliche Unmöglichkeit ist, aus 280 Absatz 1, Absatz 3, 283 in Verbindung mit 284 oder aus 311a Absatz 2 BGB in Verbindung mit 284 BGB. Es kann auch schon sein, dass der K möglicherweise eine Anzahlung auf den Kaufpreis geleistet hat. Diese Anzahlung erhält er nach 326 Absatz 4 BGB in Verbindung mit 346 Absatz 1 BGB selbstverständlich zurückerstattet. Er kann zudem verlangen, dass ihm Ansprüche gegen Versicherungen oder möglicherweise sonstige Ansprüche gegen denjenigen, der den Laptop zerstört hat, abgetreten werden. Man spricht dabei vom stellvertretenden Kommodum 285 BGB. Wenn er dieses verlangt, muss er allerdings auch die Gegenleistung in der Höhe des Kommodums erbringen, sodass sich die Geltendmachung nur lohnt, wenn der Schadensersatzanspruch gegen den Schädiger und/oder die Versicherung höher als der Kaufpreis darstellt. Schließlich müssen Sie auch überlegen, ob Sie im Sachverhalt irgendwo eine Rücktrittserklärung finden. Denn auch bei Unmöglichkeit besteht die Möglichkeit zum Rücktritt, und man hat dann den Anspruch auf Rückzahlung zusätzlich zu dem bereits benannten aus 326 Absatz 4 in Verbindung mit 346.1, auch aus 346 Absatz 1 in Verbindung mit 323 Absatz 1 in Verbindung mit 326 Absatz 5 BGB. Bitte prüfen Sie keinen Anspruch auf Rücktritt, sondern prüfen Sie genau, ob im Sachverhalt bereits eine Rücktrittserklärung erkennbar ist. Ansonsten sollten Sie diesen Anspruch gar nicht erst erwähnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie haben dabei etwas gelernt.